Hallo, liebe Abonnenten, hallo, liebe Nicht-Abonnenten und hallo, liebe Leute, die versuchen, ein Intro zu erstellen. Ja, in diesem Video gibt's die Auflösung. Wie kann ich mein eigenes Intro erstellen? Wie habe ich mein Intro erstellt? Ja, hier erstmal mein Intro. Ja, jetzt geht's los. Also. Wie kann man mein Intro erstellen? Man erstellt, oder ich habe mein Intro erstellt mit Blender. Das ist ein ganz gutes Programm. Und man kann das Programm runterladen, kostenlos, auf www.blender.org. Hier ist die Startseite. Dann muss man auf Download gehen. Und jetzt haben wir hier ganz viele Versionen von. Und ich nehme die Windows 64 Bits. Also die sind auch für Windows 8, Windows 7 und so. Ich werde nur drauf drücken, um den Installer zu runterladen. Das dauert deswegen. Ja, und hier kann man die Datei speichern, habe ich aber schon, deswegen drücke ich jetzt auf Abbrechen. Ja, jetzt geht's weiter. Wir haben Blender erfolgreich installiert. Jetzt müssen wir nur noch mit diesem Programm umgehen. Also einfach nur öffnen. Es dauert wegen. Ja, immer so ein richtig lustiges Bild, das finde ich so genial. Einfach draufklicken mit Linksklick. Jetzt haben wir so einen Würfel. Den brauchen wir nicht. Das ist das jetzt Witzige daran irgendwie, keine Ahnung. Einfach auf X drücken bei den Buchstaben und dann auf Delete. Linksklick. Gut. So, wir sehen hier so eine Platte. So, Kästen als Orientierung. Und man kann die Optik verändern, indem man auf ein Mausrad drückt, halt auf das Mausrad drückt und die Maus dabei bewegt. Also man braucht eine Maus, sonst wird es ziemlich schwer, wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Laptop das ohne Maus versuchen will. Also das geht fast nicht. Also ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es früher mal versucht, aber ohne Erfolg. Ja, jetzt kann man hier die Sachen auswählen. Das soll übrigens eine Kamera und eine Lampe sein. Mit Rechtsklick. Denn mit Linksklick verändert man hier den Standort dieses Punktes, sozusagen das Spawnpunkt, wo die Sachen gespawnt werden, wenn man die mit Add einfügt. Also mit Linksklick, wenn ich immer etwas auswähle, also mit Linksklick. Ja, hier kann man die Kamera verziehen. So nach links. So, geradeaus, nach oben, unten und so weiter. Aber erstmal brauchen wir jetzt sie. Wo brauchen wir sie? Ja, hier in der Mitte. Und jetzt können wir durch die Kamera schauen, also dadurch schauen. Und das geht mit 0 auf dem Ziffernblock, also rechts unten, nicht oben in der Reihe. Wenn man oben in der Reihe es drückt, ist alles gelöscht. Achtung! Ich wiederhole unten auf den rechts, unten auf den Ziffernblock. Kam auch wieder so zurück. Also, noch nicht beim Spawnpunkt in der Mitte. Deswegen müssen wir den noch ein bisschen drehen, da unten auf den Halbkreis drücken. Ja, das steht halt. Und hier mit Blau kann man so zur Seite kommen. Das gerade, weil ich muss noch ein bisschen verschieben. Das kann man wieder auf die Maus zurück, also verschieben. Könnte gehen. Ist ein schief. Perfekt.